Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Ricarda und das hier ist Carlys Corner. Im heutigen Video habe ich meinen Lesemonat November für euch. Das Jahr geht zu Ende. Es ist super krass, finde ich. Also nur noch ein Monat und dann ist schon 2021. Übrigens werde ich wahrscheinlich nicht alle Bücher, die ich mir vorgenommen habe, bis dahin zu lesen, noch beenden. Ich habe mir zwar nur 5 Bücher vorgenommen, aber ich habe im November schon gemerkt, dass ja einfach die Zeit nicht unbedingt da ist, die Lust nicht unbedingt da ist, um so viele Bücher wie im vergangenen Oktober zu lesen. Wer sich erinnert, das war ein krasser Lesemonat, der Oktober. Der November ist dahingegen ein bisschen bescheidener, aber kann sich durchaus auch sehen lassen. Also ich habe ein Kinderbuch gelesen, 2 Young Adult Bücher gelesen. Offenbar bin ich da jetzt auf den Geschmack gekommen. Dann noch ein Buch, was, glaube ich, einfach als grundsätzliche Fiktion verstanden werden kann. Und 2 Hörbücher, die beide so in Richtung autobiografisch gehen. Und ja, dann legen wir auch direkt los. Ganz kurz zum Kinderbuch. Es ist natürlich Lola von Isabel Abedi. Das hier ist jetzt Lola auf Hochzeitsreise. Hier geht es darum, dass ihre Eltern auf Hochzeitsreise nach Brasilien fahren und Lola da damit konfrontiert ist, aus 2 Welten zu stammen in gewisser Weise. Also all die Dinge, die sie sonst fühlen lassen, dass sie nicht so richtig in Hamburg, in Deutschland dazugehört, die sind in Brasilien super, also da findet sie sich richtig. Dafür merkt sie dann aber in ihrer eigenen Familie, also dem brasilianischen Teil, dass es da auch Aspekte gibt, mit denen sie sich nicht so richtig zugehörig fühlt. Ihre Eltern streiten sich kurz vor der Hochzeit. Ja, es ist ein bisschen dramatisch. Es ist sogar auch ein bisschen Spiritualität am Start. Also es wurde da so ein bisschen auf das brasilianische Kulturgut zurückgegriffen. War ganz süß, aber ich habe jetzt erstmal keine Lust mehr auf die Lola-Bücher. Ich habe hier zu Hause noch 2 liegen. Ich glaube, insgesamt gibt es noch 3. Aber ich denke, das war es jetzt erstmal mit der Nostalgie. Dann die beiden Young Adult Bücher. Es geht um diese Schätzchen. Ich beginne mal mit dem hier, Wild Like a River. Das habe ich mir schon vor 1-2 Monaten gekauft und es wurde ja promoted als absolutes Herbstbuch, was in gewisser Hinsicht stimmt, aber dann auch wieder nicht. Es geht in Wild Like a River um die Protagonisten Haven und Jackson. Und Haven wächst in einem Nationalpark auf, in einem kanadischen Nationalpark. Das Bild, also die Gestaltung, weist da schon ganz gut drauf hin. Und Haven ist so ein bisschen, ja, also sie hat nie so richtig gelernt, im sozialen Kontext mit anderen Menschen umzugehen. Einfach dadurch, dass sie mit ihrem Vater in dieser Hütte im Nationalpark auch sehr einsam gelebt hat. Und dann kommt Jackson und Jackson ist super fasziniert von ihr. Und ja, er ist dann eben auch davon fasziniert, wie wenig gesellschaftsfähig wäre abwertend. Aber so ähnlich nimmt Haven sich wahr. Also, ne, so, darum geht es so ein bisschen. Und im ersten Drittel ungefähr, das wurde übrigens dann auch in den ersten Rezensionen gesagt, also ich wusste, worauf ich mich einlasse, im ersten Drittel sind die beiden dann auch in diesem Nationalpark unterwegs. Also da lernen sie sich kennen und da kann Haven auch ganz sich selbst sein. Und sie geht dann aber für ein Semester erstmal in die nächste größere Stadt. Okay, die ist auch 4 Stunden oder so entfernt mit dem Auto, aber eben in eine größere Stadt, wo auch Jackson lebt. Und dann besucht sie da das College und versucht sich so ein bisschen zurechtzufinden und auch ihre Vergangenheit aufzuklären, also was mit ihrer Mutter war. Also sie lebt ja mit ihrem Vater im Nationalpark und so die Vergangenheit ihrer Eltern, das versucht sie ein bisschen aufzuklären. Mir war das zu viel, ich orientiere mich in der Welt, wo komme ich her und so. Also irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, es war so ein bisschen, es hatte so ein bisschen so whiny Untertöne und das hat mich ein bisschen genervt. Aber es war trotzdem ein solides Buch. Also es ist jetzt nicht mein absolutes Lieblingsbuch aus diesem Genre geworden, aber es war solide und durchaus lesenswert. Doch, das würde ich schon sagen. Dann das nächste Buch, auch Young Adult. Ich bin offenbar auf den Geschmack gekommen. Never Too Close von Morgan Moncomble. Das ist dieselbe Autorin, die Bad at Love geschrieben hat, worüber ich ja im letzten Lesemonat gesprochen habe. Hier geht es um Violette und Laurent und die beiden sind beste Freunde, platonisch. Und als Violette dann einen Typen kennenlernt, den sie ganz toll findet und der sie total begeistert, ja, dann behauptet sie ihm gegenüber, dass sie schon mal Sex gehabt hat.
Und das macht sie irgendwie aus so einer Kurzschlussreaktion heraus, aber dann steht sie vor dem Problem, dass sie ihm jetzt nicht sagen will, dass das doch nicht stimmt, weil sie den Eindruck hat, das nicht so zugeben zu können, ohne dafür verurteilt zu werden. Und deswegen bittet sie dann ihren besten Freund, mit ihr zu schlafen, damit sie das schon einmal gemacht hat und weiß, worauf sie sich einlässt und sich nicht blamiert, wenn es dann ernst wird. Ja, und es bleibt natürlich nicht dabei. Also hier auf der Rückseite steht auch, das zwischen ihnen ist vollkommen platonisch, zumindest bis jetzt. Das Buch hat mir wirklich gut gefallen. Also es war sehr humoristisch, es hatte aber auch durchaus emotionalen Tiefgang und es war ziemlich sexuell. Wow, also die beiden konnten irgendwie echt nicht die Finger voneinander lassen. Es ist auch aus zwei Perspektiven geschrieben, was mir sehr gut gefallen hat. Ja, also ich mochte es wirklich echt ganz gerne. Auch nicht unbedingt das neue Lieblingsbuch, aber wirklich, wirklich gut geschrieben. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich noch den zweiten Teil lese. Also der heißt, glaube ich, Never... Ja, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, ich blende es ein. Aber da geht es um die beiden besten Freunde von den beiden und wie die sich entwickeln. Und da weiß ich noch nicht, ob mich das wirklich interessiert. Es gibt ja auch einige Bücher von Colleen Hoover, die dann auch im zweiten Teil nochmal aus anderer Perspektive oder von den Nebencharakteren aus geschrieben sind. Und die habe ich auch meistens einfach ausgelassen, weil ich dachte, ich weiß ja, worum es geht und so. Und ich wollte dann auch nicht, dass die Paare da irgendwie in Konkurrenz treten oder so. Aber vielleicht mache ich es doch. Mal gucken. Also es ist ja aber auch schon ein neues Buch von ihr im Lux Verlag, also dann deutschsprachig auf dem Weg. Also vielleicht lese ich dann einfach das. Eine Sache, auf die ich noch hinweisen will bezüglich Never to Close, also eigentlich sogar zwei. Zum einen finde ich es ganz interessant, was Denkanstöße über Freundschaft angeht. Zum anderen möchte ich aber auch noch sagen, weil es nicht drin steht, Triggerwarnung bezüglich Domestic Abuse, also häuslicher Gewalt. Das passiert nicht in der Gegenwart, also ist nicht Teil der Gegenwart-Story unbedingt, also auch so ein bisschen, aber nicht so viel. Es geht eher um die Vergangenheit, aber die wird durchaus auch bildlich beschrieben, also nur für alle, die da diese Warnung brauchen, spreche ich sie hiermit aus, weil sie eben nicht drin steht. Dann das Buch, was ich als reine Fiktion bezeichnet habe. Es geht um die Bäckereiüberfälle von Haruki Murakami. Der ist ja, glaube ich, Japaner und soweit ich weiß auch ein bisschen sexistisch. Aber ich wollte ihm trotzdem mal eine Chance geben und dann habe ich dieses Buch hier gewählt, weil es ist so schön. Also ich bin ganz, ganz begeistert von der Schönheit. Und die Illustrationen innen drin, also hier ist dann das Cover, die sind auch wunderbar. Jetzt finde ich keine. Hier. Ne? Also es ist wirklich sehr schön. Die Story hingegen habe ich überhaupt nicht verstanden. Und das fand ich doch etwas irritierend. Also irgendwie, ja, hier steht, ja, zwei Freunde marschieren bewaffnet in die nächste Bäckerei, um einen überirdischen Hunger zu stillen. Doch sie haben die Rechnung ohne den Bäcker gemacht. Und dann steht hier, absurd, ja, surreal, auch ja, und herrlich komisch. Es war überhaupt nicht komisch, witzig, keine Ahnung. Und in die Bäckereiüberfälle sind zwei Kurzgeschichten drin von Murakami. Das eine ist der erste Bäckereiüberfall, das sind eben diese zwei Freunde. Und das zweite, der zweite Bäckereiüberfall, der sich 10 Jahre später circa ereignet mit dem Protagonisten aus der ersten Geschichte und seiner Frau, die dann einen Burger King oder McDonald's überfallen. Ich habe es nicht wirklich verstanden. An manchen Stellen kam so ein bisschen dieser Surrealismus rein. Also dann wurde mit so Metaphern gearbeitet wie, ja, dieses Gefühl ist so, wie wenn ich ein Vulkan unter einem klaren Ozean wäre. Irgendwie in die Richtung. Aber ich habe es wirklich nicht verstanden. Also was echt schade ist. Unter anderem auch deswegen schade, weil eine meiner liebsten Booktuberinnen dieses Buch total gelobt hat. Also ich meine, das, was sie daraus zitiert hat, das war auch wirklich gut. Aber das waren die ersten paar Sätze, bevor die Handlung richtig losging, wo beschrieben wird, wie sich Hunger anfühlt. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe auch ein bisschen recherchiert und es gibt einige Leute, die gesagt haben, das ist bei weitem nicht die Qualität, die sie von dem Autor kennen. Das heißt, vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance. Mal gucken. Aber ich werde das hier wahrscheinlich einfach behalten, weil es so schön ist. Vielleicht lese ich es nochmal. Ich meine, es ist kein wirklich langes Leseerlebnis gewesen. Also vielleicht finde ich dann doch nochmal was drin. Aber einfach so empfehlen würde ich es überhaupt nicht.
Und dann die beiden Hörbücher, die ich gehört habe, dadurch, dass ich so wenig lesemotiviert war im November, also mich wirklich mal hinzusetzen, weiß ich nicht, nachmittags für eine Stunde oder so und dann zu lesen, waren die Hörbücher echt praktisch. Also ich habe die dann einfach beim Spülen gehört, wie immer. Und das erste Buch, was ich gehört habe, ist Ich bin Linus von Linus Giese. Und hier handelt es sich um ein, ja, sagen wir mal, ein Trans-Memoir. Also Linus ist noch gar nicht so alt, also deswegen vielleicht ist Memoir auch der falsche Begriff. Aber er beschreibt eben, wie, also der Untertitel des Buches ist ja auch, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war oder so. und genau darum geht's eben. Er beschreibt seinen Prozess, also sowohl wie er medikamentös als auch, ja, amtlich, also wie er dann zu diversen Ämtern gegangen ist und sich da Dinge hat anerkennen lassen müssen und psychische Beratung und also alles, was irgendwie dazugehört zu der Angleichung des restlichen Lebens zu dem, wer man wirklich ist. Irgendwie so. Also Ich bin Linus hat mir ganz gut gefallen. Ich fand es jetzt aber auch nicht so spannend. Also es war echt gut, dass ich es als Hörbuch gehört habe, weil dadurch habe ich es dann auch bis zum Schluss gehört. Am Anfang hat mich ein bisschen gestört, wie Linus vorgelesen hat. Also es war einfach so eine persönliche Stimmpräferenzsituation, aber ich habe mich gut dran gewöhnt. Und dann war es auch echt ganz gut. Ich habe das auf Spotify, glaube ich, gehört. Also alle, die da registriert sind, einfach mal reinhören. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und ich habe auch noch ein Zitat mitgebracht, weil Linus hat etwas gesagt zu Literatur, was ich sehr schön fand. Und zwar, ich habe es mir auf diesem Zettel mitgebracht, hat er geschrieben. Für mich ist Literatur ein Ausweg, nicht aus dem Leben heraus, sondern ins Leben hinein. Wer das nachlesen möchte, Kapitel 13. Ja, also ich fand es wirklich echt ganz schön. Und dann das letzte Buch, beziehungsweise Hörbuch, ist von Thomas Gottschalk, Herbstblond. Und ich muss mal eben gucken, was ich mir dazu aufgeschrieben habe in mein Reading Journal, was mittlerweile auch schon so ein bisschen stark benutzt ist. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, mit Humor, Einsicht und Nostalgie, sehr schön, danke Thomas. Ja, also würde er hier zuhören, würde ich ihm das genauso sagen, tut er natürlich nicht. Thomas Gottschalk ist für mich ein, ja, sagen wir mal, ein Held der Kindheit. Also ich kenne ihn von Wetten, dass und das ist wirklich mit so viel Nostalgie behaftet, also wow. Und er beschreibt seinen Weg zum Fernsehen, im Fernsehen und aus dem Fernsehen wieder raus, sozusagen. Es gibt, glaube ich, noch ein zweites Buch, aber das werde ich wahrscheinlich nicht lesen, einfach weil ich das erste als ziemlich abgeschlossen empfunden habe. Ja, auf jeden Fall, Thomas Gottschalk, in dem Moment, wo er in seinem Buch über Wetten, dass und das Ende von Wetten, dass, also das finale Ende von Wetten, dass gesprochen hat, ja, da wurde ich ganz emotional und dann habe ich mir die letzte Folge von Wetten, dass, also die, in der schon klar ist, dass Thomas gehen wird, die habe ich mir nochmal angeschaut und ich habe so viel geweint, weil die Erinnerungen sind noch so stark da, also wow, Thomas Gottschalk ist, also ja, ich weiß gar nicht, ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass und wie er Wetten, dass moderiert hat und dass das so ein großer Teil meiner Kindheit war, ja, ich bin ja, sehr froh, das gehört zu haben. Ich hatte das Buch schon zu Hause und fand es nicht so spannend. Deswegen habe ich es dann nicht weitergelesen. Aber als Hörbuch kann ich es wirklich empfehlen, eben weil Thomas das Ganze selber vorliest, selber eingesprochen hat und auch dann teilweise Stimmen imitiert und am Ende sogar eine Art Gedicht oder Lied vorträgt. Also es war schon ein Erlebnis ganz am Ende des Hörbuchs. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es hat mir wirklich gut gefallen. So, und dann sind wir auch schon am Ende. Was heißt schon? Dafür, dass es dann doch nicht so viele Bücher waren, habe ich, glaube ich, ziemlich viel geredet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr hattet einen zufriedenstellenden Lesemonat. Das muss ja nicht immer der umfangreichste sein. Am wichtigsten ist, dass man selber zufrieden damit ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Oder wenn ihr mich gerade erst kennenlernt, dann vielleicht sogar ein Abo. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und liebe Grüße von mir.